Ich habe auch mal die Videos gemacht. Ne? Da waren noch zwei wegen Grippe oder so. Ja, hier. Und wo ich nach Deutschland wiederkam, habe ich mit mal die Grippe gehabt. Mhm. Also 5 Wochen zu Hause gehabt. Und haben viele hier so komisch, dass die von Deutschland, dass sie angesteckt hatten oder so, ne? Dass sie so lange zu kämpfen hatten mit dieser Grippe. Und die, da war aber auch so voll die, in der allgemeinen Poliklinik, ne? Wo du jetzt die vernünftige Preise hast. Ne? Du hast ja hier einmal hier das staatliche Gesundheitssystem. Da war ich drin, genau. Die, und die sind auch gut aufgestellt. Ne? Aber das Klientel, das ist zu massiv, ne? Das ist so viele Leute. Es ist einfach proppenvoll. Es ist wirklich proppenvoll. Ja, genau. Ja. Und wenn du jetzt was hast und keinen Termin vorher telefonisch abgesprochen hast oder so, ne? Dann musst du bis 7.30 Uhr da gewesen sein. Nach 7.30 Uhr kriegst du keinen Termin mehr. Okay. Ja, ja, ist halt voll. Rollen halt immer ganz viele dorthin. Ja. Ich habe nicht mal was bezahlt. Also. Das sagen aber viele, die jetzt mal hier waren mit den Grenzen oder auch mit Kindern, ne? Dass sie nichts bezahlt haben. Sie haben Urlaub hier waren, irgendwas war. Ne? Mhm. Was gerade bei Kindern, wenn Kinder hier behandelt werden, ne? Die auch als Ausländer Kinder, ne? Die brauchen nichts bezahlt. Soweit ich das mitbekommen. Ne? Ja. Gehst du auch zum Privatarzt, ne? Da ist es nicht so voll, da ist leer. Ne? Da wirst du sofort angenommen, wirst gleich behandelt. Ne? Zahlst du auch wieder mit. Okay. Was denkst du, gibt es da irgendwie eine Preisspanne, die man mal so recherchieren kann? Oder macht da jeder Arzt sein eigenes Ding? Oder? Also, da habe ich zu wenig Berührungspunkte gesagt. Okay. Weil das ist natürlich für Leute, die auswandern wollen, natürlich ein ganz interessantes und brandheißes Thema. Vor allem, weil, also ich persönlich möchte die Relation sehen zwischen, ich bezahle es selber, ja, und ich bin krankenversichert. Also im Moment zahle ich einen stolzen Preis für die Kranken, wirklich stolzen Krankenversicherung. Nicht zu versichern, also wechseln mit dem, was mir passiert ist mit dem Fuß und so, ist ja alles Unfall, ist eine komplett andere Sparte. Ja. Und richtig krank bin ich jetzt nur, weil ich mit meinem Magen hab was machen lassen. Ansonsten kriege ich keine Grippe, kriege gar nichts. Also, gut, wie auch immer. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, ob es hier in der Türkei nicht grundsätzlich preisgünstiger ist, von vornherein alles selbst zu bezahlen. Krankenkasse komplett wechseln lassen. Wenn, dann würde ich mich staatlich versichern. Also, SDK, ja. SDK, also so wie es vor einiger Zeit noch war, bloß die Bedingungen und die Bestimmungen, die ändern sich auch alle mit diesem Sinne. Da hast du 140 Euro im Monat bezahlt. 140 Euro hier, und dann bist du staatlich krankenversichert. Mhm. Und du kannst in die staatlichen medizinischen Einrichtungen gehen. Mhm. Und wird alles darüber viel bei uns wieder erkannt. Okay. Nun habe ich im Internet öfter schon gelesen und so gab es Videos dazu, dass es da ziemlich viele Probleme gab mit der Übernahme der Krankheitskosten durch die SGK. Hast du da irgendwas gehört? Also, soweit ist aus dem Bekanntenkreis, ne? Weil da ja auch einige über SGK versichert sind, ja. Ne? Keine Probleme. Okay. Und in der Vergangenheit gab es mal ein bisschen Probleme. Das waren aber mehr Verständigungsprobleme hier zwischen dem deutschen Staat und dem türkischen Staat. Ne? Was jetzt auf Ministerialebene dann hier entsprechend abgesprochen werden musste. Ne? Mhm. Wo dann die Verordnungen, Bestimmungen und Gesetze entsprechend erlassen werden mussten. Du kannst ja, wenn du jetzt in Deutschland bei der AOK versichert bist, ne? Gehst hier hin, gehst mit deinem Schein, den du kriegst von der AOK, und gehst dann hin zur SGK hier und dann kriegst du hier von der SGK dein Ticket. Und dann wird sie behandelt wie ein normaler Türke mit der SGK. Ah, ja. Und das haben hier sehr viele dann. Also da bist du dann völlig hier versorgt wie in Deutschland. Okay.